Heute Morgen startete die Erich-Kästner-Grundschule ihren traditionellen Spendenlauf. Nach einer zweijährigen Corona-Pause durften die Schülerinnen und Schüler ihren Schultag mit einem sportlichen Lauf durch den Puschkin-Park starten. Die Kinder können dabei mit ihren eigenen Leistungen etwas Gutes tun. Einmal, dass sie sagen, wir laufen Runden und erobern damit die Kasse der Familie. Das heißt also, sie haben einen kleinen Vertrag, können sich Sponsoren innerhalb ihrer Familie, ihres Freundeskreises suchen und sagen, wie viel würdest du geben, wenn ich eine Runde schaffe? Und dann wird pro Runde die Summe ermittelt. Das heißt, sie laufen für drei gute Zwecke. Traditionell ist es so, dass sie immer für ihre eigene Klassenkasse laufen, dann für den Förderverein unserer Schule, weil wir ja auch viele tolle Sachen in der Schulgemeinschaft anbieten, und dann immer auch für einen guten Zweck. Dieser ist in diesem Jahr schnell gefunden worden. Ein Teil der Gelder soll für ukrainische Familien gespendet werden. Für jede gelaufene Runde gab es einen Strich auf den Arm der kleinen Läuferinnen und Läufer. Und für jeden Strich zahlt der entsprechende Sponsor des Kindes den vorher festgelegten Betrag. Kooperationspartner der Grundschule runden die erlaufene Summe dann auf. Die Ausdauer der Kids legt damit also die endgültige Spendensumme fest. Die Aktion soll den Schülerinnen und Schülern vor allem vermitteln, dass jeder Einzelne, egal ob Kind oder Erwachsener, mit seinen Taten etwas für sich und die Gesellschaft bewirken kann.